nichts geht, Alter. Deswegen rufst du zu dem Thema an. Du bist ein Außerirdischer. Ist so. Und Außerirdische haben auch Vor- und Nachnamen. Eiler. Von welchem Planeten kommst du? Leute aus meiner Region kennen die sieben Kolke. Gut, da kommst du aus einem anderen Universum. Wie bist du denn hierher gekommen? Seite an der Hauptstraße. Ja, okay, gut. Na schön. Aber dann bist du in diesen Menschen reingefahren. Ist so. Jetzt frage ich mich natürlich, was dieses Wesen von diesem fernen, anderen Universum, was willst du hier? Heute alle. Sehr gerne. Vielleicht am Bananensee, am See Nummer 2, vielleicht geht da ja der Meter echt. Ich hoffe, eine gute. Ohne Ende Bisse, aber nichts rausbekommen. Ach, guck mal, da freuen wir uns aber alle. Da haben wir mal gute Nachricht. Wo sind denn diese Raumschiffe? Schön bei mir vor der Tür auf Kap. bist du denn der einzige Mensch von, also einzige Wesen auf Erden? Ich hab Neptun gerufen. Aber Neptun kommt gleich, auf jeden Fall. Wie erkennt man euch denn? Alle. Du bist dann der erste Außerirdische, mit dem ich gesprochen habe. Das ist eine Premiere nach fast 20 Jahren hier. Ich danke dir, dass du angerufen hast und deine Worte klingen jetzt in uns nach und wir hoffen auf die gute Wende auf der Welt. Und ich schaff's einfach nicht, einen vernünftigen Fisch zu fangen. Ja, verlasst euch drauf. So, danke für deinen Anruf und alles Gute.